Gefangen in der Zeit. Eine Produktion der Deutschen Welle. Folge 98. Ein Macho? Am I really a Macho? Ich liebe Julia. Ich liebe sie. Yesterday Harry was caught eavesdropping on Julia and Barbara while he was crouched on some scaffolding. Really embarrassing. Julia was of course not overly impressed and slammed the window shut in front of his nose. Not even the friendly caretaker with her homemade chocolate cake was able to cheer him up. I'm not a macho. I'm not a macho. I love Julia. I really love her. Let's hope he manages a bit better today. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Flowers. Ich hätte gern Blumen. Was für Blumen möchten Sie denn? Good question. What kind of flowers does Julia like? Keine Ahnung. Harry, Harry. The word was macho. Schöne Blumen. Romantische Blumen. Oh, ich verstehe. Sie wollen also einen romantischen Blumenstrauß. He needs a big romantic bunch of flowers. Ja, einen großen romantischen Blumenstrauß. Hier, diese Blumen. Das sind künstliche Blumen. Wie bitte? Those are artificial flowers. Oh, they look real though. Also, kommen Sie. Kommen Sie. Also, ich empfehle Rosen. Aua! Das piekst! Roses do have thorns. Oh, that's supposed to be romantic. Die kleineren oder die größeren Rosen? Welche finden Sie schöner? Wie bitte? Die kleineren oder die größeren Rosen? The smaller roses are prettier. But they're white. Rote Rosen sind romantischer als weiße. And more expensive. Ich finde die kleinen the prettiest. Am schönsten. That's exactly your problem. It's not about you, it's about Julia. And I think that Julia would prefer... Okay. Ich hätte gern die großen roten Rosen. Gerne. Wie viele? Zwei. Harry, bist du... Und 20. 22. Oh. Okay. 22 große rote Rosen. Ja? Guten Tag. I would like to... ich würde gern Julia sprechen. Julia! Ja? Hier steht ein Verehrer. Was? Mit roten Rosen. Wer? Ein Verehrer mit roten Rosen. Harry? Du? Ja, ich. Ach, das ist Harry? Harry? Ja. Darf ich vorstellen? Das ist Harry. It's me. Der Harry? Der dir nie Blumen mitbringt? Harry, ich hab dir doch gesagt, was machst du überhaupt hier? Wie bist du hier hingekommen? Go on, give her the flowers. Hier. Was?
Ich hoffe, du magst Rosen. Rote Rosen. Ja. Bitte. Danke, aber Harry, bitte, ich möchte nicht, dass bitte du... Bitte, gib mir... Was? 5 Minuten. Ich brauche nur 5 Minuten. Dann... Harry... Dann gehe ich. Du bist echt hartnäckig. That's it. Be firm. Oh, wisst ihr was? Ich gehe kurz einkaufen. Oh, Barbara! Barbara! Okay. So, Harry. 5 Minuten. Also, was ist... Julia. Huh? I miss you. Oh. I miss you. Ich vermisse dich. Harry. Bitte, bitte, komm zurück. Nein, Harry, es geht nicht. It won't work? Nein. Warum? Warum geht es nicht? Du liebst mich doch, oder? Ja, schon, aber du hast dich verändert. Du bist egoistisch und, oh, und arrogant. Me? Egocentric and arrogant? Ja. Oh, come on. I've bought flowers. What more does she want? Julia, wir waren so glücklich. Ja, Harry, wir waren glücklich. Am Anfang waren wir glücklich, aber... Julia. Das ist lange her. A long time ago, that's not true. Denk an unseren Urlaub. On the North Sea. An der Nordsee? Das war der schlimmste Urlaub aller Zeiten. The worst holiday of all times? That sounds interesting. Du warst furchtbar und hast nur genörgelt. You have just complained? Well, yes, if I think about it, that seems to fit. Oh, but that's not true. You're lying. Ach, du lügst. Das ist nicht wahr. Siehst du, Harry, siehst du? Genau das ist das Problem. Du willst es nicht verstehen. But Julia... Und du wirst es auch nie verstehen. Julia... Deine 5 Minuten sind um. Bitte geh. Julia. Oh, Mist. I only wanted to... Harry, morgen ist... Ein neuer Tag. I know. Helft Harry, lernt Deutsch. dw.com/Harry